Yo Freunde, willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! 5Ds World Championship 2009 Stardust Accelerator. Wir haben letzten Partie die letzten CPUs noch in der Overworld, haben wir gegen sie gekämpft im Hafen. Falls ich noch nicht erwähnt habe, das Möwengeschrei ist mega cool. Und jetzt geht's in der Story weiter. Hast du Blitz gefunden? Oh wirklich? Blitz ist in einem Stück wieder rausgekommen, gute Neuigkeiten. Ich hatte mir Sorgen gemacht. Also, aber wie hast du ihn gerettet? Da haben ein paar fiese Typen wachgestanden, oder? Oh, du hast all diese Kerle im Alleingang besiegt? Wow, das ist Wahnsinn. Was für eine Story. Stell dich mal das vor, gegen all diese Kerle. Was ist los? Ist etwas passiert? Als du weißt, um Tobi zu helfen, haben wir nach einem Duellrunner gesucht. Dann hat Blitz einen Kerl gefunden, der uns einen Blick verkauft hat, also kauft ihn gleich. Doch dann stellt sich heraus, dass das nur ein Stück Schrott war, ohne Motor und ohne CPU. Weil ihm als dieses Schrottteil verkauft wurde, war Blitz genervt und er ist sich beschweren gegangen. Aber der Schrotthändler war ein echt übler Kerl. Er ist ein Mitglied einer schrägen Bande. Wie sich herausgestellt hat, wurde Blitz als gefangen genommen. Und dann ist Tobi gegangen, um ihn zu retten. Da konnte Blitz sicher nach Hause zurückkommen. Danke. Ich schau nach Blitz. Oh, ich gehe auch. Sitz mit Yusei alleine, okay. Hey Tobi, kannst du drüben mal kurz warten? Nimm das, ist ein Motor für dein D-Runner. Ist ein alter von mir, aber er funktioniert noch gut. Er ist ein Geschenk zum Dank, weil du einmal der Freundin geholfen hast. Nimm es bitte. Du sollst am besten gleich einbauen. Ich kann dir gerne einen kleinen Rat geben, aber du solltest es alleine versuchen. Hey Tobi, vielen Dank für deine Hilfe, du hast mir echt die Haut gerettet. Oh, ist der Motor schon eingebaut? Dann fehlt nur noch die CPU. Hey, wusstest du schon, Yusei geht heute auch in die Stadt? Hm? Warum geht er dahin? Also vor einer langen Zeit hatten wir einen Freund namens Jack. Eines Tages hat er eine von Yuseis wichtigsten Karten gestohlen und ist aber in die Stadt geflohen. Was? Yusei hofft jetzt, ihn zu finden, die Karte zurückzubekommen. Also wie ich Yusei kenne, glaube ich, er wird das schon hinbekommen, oder wenn nicht. Gestohlen? Oh shit, was ist denn da los? Jetzt muss ich halt überlegen, wie wir hier weiterkommen. Es sind häufig so kleine Events, die dann so ein bisschen das Ganze triggern. Das sind dann wirklich kleine Aktionen, die so ein Story-Event triggern. Ah, Yusei. Ah, es ist Tobi. Hast du gehört? Ja, ich gehe durch die Pipeline in die Stadt. Ich hole mir meine Karte von Jack zurück. Ja, das hörte ich. Du hast deine Erinnerung verloren. Ich verstehe, bedeutet das, du könntest eigentlich auch aus der Stadt sein? Das ist sehr wahrscheinlich. Also gehst du in die Stadt? Richtig. Sieht aus, als wären die Run noch nicht fertig. Ich hoffe bald. Ist Zeit, ich sollte besser gehen. Sei vorsichtig, Yusei. Denk, Blitz und Nevin auch, wo sind sie? Die drei bauen gerade den Computer im Raum nebenan auf. Wir werden auf dich aufpassen. Nun, danke. Pass auf dich auf, Tobi. Ich werde warten in der Stadt. Kein Duell. Das war ein lahmes Ding übrigens, habe ich schon mal angemerkt. Oh, ich gehe jetzt durch die Pipeline. Du hast 3 Minuten, um durch die Pipeline zu kommen. Du musst zum Ausgang zur Stadt. Ich werde es nicht schaffen. In dieses Schlaf drückt mich der Müll zurück. Ich bin dann weg. 3 Minuten? Okay. Alles bereit. Na klar. Okay, was passiert hier? Hey, Yusei ist dabei. Das ist es. Hat ihm den Fernseher gehackt. Was macht dieser dicke Fan? Ramm ihn nicht. Ah, Müll, pass auf. Nur noch ein bisschen. Okay, du hast es geschafft, Yusei. Ich wusste es.
Tobi ist durch die Pipeline, erst in der Stadt. Weißt du was? Ich werde dir helfen, um deine Erinnerung wieder zu finden. Wir werden dir alle dabei helfen, einen Weg in die Stadt zu finden. Ein paar Tage später. Okay, ist offenbar da runtergegangen. Wollen wir das mal tun, auch ihr nachtun? Tobi, ich glaube, ich hätte etwas gefunden. Kannst du das benutzen? Rally gibt dir eine CPU. Die Anzeige, die nicht richtig funktioniert hat, stabilisiert sich plötzlich. Scheint, als hätte die CPU eine sehr gute Leistung. So, jetzt bist du in der Lage, deinen D-Runner zu fahren. Und hier, schau. Rally gibt dir einen Fahreranzug. Ich dachte, es wäre schwer, einen D-Runner in dieser Aufmachung zu fahren. Daher benutze den Fahreranzug. Jetzt bist du bereit. Rally, wo hast du die CPU und den Anzug her? Hä, das ist ein Geheimnis. Warum machst du nicht deine Testfahrt? Wenn du auf dem alten Highway fährst, kein Problem. Der alte Highway liegt gleich bei der Hauptstraße, die Richtung Süden führt. Vorher konnte man nicht auf die andere Seite, aber jetzt gibt es eine Brücke. Oder gibt es auch neue? Es gibt dann offenbar auch neue, wie heißt's? Neue Duellanten vielleicht dort? Weil ich habe jetzt hier zum Glück im alten Stadtgebiet, das irgendwie läuft das alles so, dass das einigermaßen pünktlich alles hinbekommen habe. Das ist relativ cool. Gefällt mir. Ein paar Karten könnten wir schon nochmal kaufen. Aber vielleicht müssen wir auch später einen D-Runner. Ja, das ist eine gute Brücke. Ich will eigentlich wieder zum Außenbezirk wohnen. Was ist das hier? Okay, das ist Seite, aber das ist nicht der Typ vom Hafen, oder? Das ist ein anderer. Ja, das ist ein anderer. Gut, dann wollen wir doch mal schauen, was das drauf hat, würde ich sagen. Bevor wir uns an die Duellrunner ranmachen. Das ist ein Duell mit mir? Okay. Aber ich bin nicht so selbstsicher. Besser als die anderen, die sagen, sie verkacken die ganze Zeit. Das meiste Gefährlichsten, die sagen, sie sind nicht so selbstsicher. Danach hauen sie mega das Ding raus. Nicht menschlich, Alter, what the fuck. Ah, der hat ein Alien-Deck vielleicht. Interessant. Also ein außerirdisches Ding da. Ja, es könnte interessant sein. Also brauche ich Krebons definitiv. Und den Urmaterialdrachen dann. Läuft wieder richtig gut. Oder ein Zombie-Deck einfach. Was, kann ich direkt angreifen? Wilder. Autsch. Monsterkarte. Monsterkarte aus dem Deck wegwerfen. Das ist natürlich nicht so leicht zu entscheiden. Was ich nicht mehr möchte, aber ich glaube, ich bin schon relativ sicher, was ich gerne aussortieren. Ah, natürlich hier. Das Dracheneis kommt weg. Okay, das war schon, hat schon eine gute Mainphase gemacht, also eine gute Runde gespielt. Aber jetzt bin ich am Zug. Jetzt will ich mit dem Urmaterialdrachen ordentlich abgehen. So, noch haben wir weniger Life Points als der Gegner, das ist nicht schlecht, dann können wir vielleicht mal noch diese andere hier, die Karte unten halt aktivieren. Wie die heißt. Instabile Evolution. Vielleicht können wir die spielen, mal schauen. Wahrscheinlich jetzt die einzige Chance, die mal zu spielen. Aber weil es nicht nötig ist, würde ich es auch vorziehen, es nicht zu tun. So. Ich glaube nicht, dass der Monster mit mehr als 1,9 da liegen hat. Oh, ein Geisterzen ist man schlimmer. Ah, den können wir. Oder ein Effektmonster, stimmt das?
Okay, das ist gut, weil dann können wir die nächste Runde mit dem Beauty-Kämpfer erledigen. Und dann kommt ein Angriffsmodus, wird vom Effekt Monster betroffen und somit... Ja, wenn es halt nicht das Opfer was anderes holt, aber das sehen wir dann schon. Wird wieder Hall auf dem Ohr, das gefällt mir nicht. Moment. Da muss ich drehen, wunderbar. Beauty-Kämpfer? Oh ne, der kann nur von Angriff Verteidigungsposition werfen. Da geht's mir jetzt auf den Nerv. Weg mit der Karte. Direkten Angriff mit allen. 700 ist noch nicht so wild. Das war equal, aber jetzt kommt hier die große Runde. So kann eigentlich der Regiegebrech, aber verschwendet, du einfach die Karte aktivieren können, aber ich glaube, das kann man jetzt drüber diskutieren, welche da besser ist. Gaia. Ich hätte gerne mal 8 Sterne Synchron, 4 Sterne Empfänger, das wäre ziemlich nice eigentlich. So, Endphase. Schauen wir mal, was die Zombies so drauf haben. Ich hole jetzt den Geistersensenmann, ja gut, dann. Dracheneis kann jetzt hier geholt werden noch, das ist schon ziemlich cool. Das kommt weg. Der Schöpfer kann weg. Brauche ich jetzt gerade nicht. So, jetzt Endphase, gut, gut, gut. Erhöhen, ja komm, Ohrmaterialdrache. Und ich werde jetzt zerstört. Und wir greifen einfach mit Ohrmaterialdrachen an und es ist geschehen. Es ist vollbracht, so sehr schön. Ja, das hat wehgetan, glaube ich dir. Gibt auch nicht so viel DP auf jeden Fall. Einem echt nicht nachgeschmissen. Ja, ich dachte mir schon, dass ich verliere. Warum gewinne ich bloß nie? Wir sind jetzt ins Außenbezirk Slum. Das sind auch wieder ein, zwei Duellanten auf dem Weg noch. Hier gibt es noch einen D-Runner-Laden, würde ich vermuten. Es sind auch wieder ein paar Menschen, ey. Hier kann man Teststrecken fahren. Und hier ist ein... Bis jetzt habe ich hier 3 Duellanten gesehen. 4. Ah Quatsch, sind es jetzt 3. Fangen wir hier drin mal an am besten, weil ich duellieren wir heute mal wieder ein bisschen. Wie eigentlich das ganze Projekt, aber gut. Kleines Ball, alles geben, Stärke kombinieren. Ja, mal schauen, mal schauen. Ausgelassene Piloten. Wir können sogar anfangen gegen Buffer. Ja, so viel sagt Stärke auch nicht über die wirklich aus. Das hängt immer, ist immer ganz unterschiedlich. Gut, dann fange ich hiermit mal die Walküre an. Und hier unserem Geburtsrecht. Das ist eigentlich mit den Zwillingen so mächtig, die Karte. Mal schauen, bis zur nächsten Runde, wie wir da verfahren. Was spielt der? Okay, kann die Karte aus dem Friedhof entfernen. Das ist... nicht ungefährlich zumindest. Ich sag, wenn er das so spielt, wir es erstmal lassen. Erstmal hier noch meine Pflanze holen und angreifen. Zuerst mit der Walküre. So, wunderbar. Ich hatte mich schon ein bisschen Dorn im Auge hier. Der Scheibenklingenfahrer, oder wie der hieß. Demissionsgefängnis, ja klar, dass sowas kommt. Dass wir das so gespielt haben, wie wir es gespielt haben, das hat sich im Endeffekt einigermaßen gelohnt. Der hat dauernd so Karten, wo er seine Punkte, wo er irgendwas erhöhen kann, das ist richtig krass.
So, jetzt mit den antiken Antriebsritter. Greift wieder. Diesmal greifen wir mit dem Ritter zuerst an. Alter Schwede, ey. Das ist nicht lustig, oder? Ich wollte echt verarschen. Alter, ey. Da wirst du mega Luck hat, dann um 100.000 Angriffe abzuwehren. Ja, genau. Oh, das ist jetzt auf 2000 Punkten, ich kann nichts mehr was gegen machen, dann im Endeffekt. Fliegen Kamakiri noch, okay, der passt irgendwie so gar nicht rein bis jetzt. Ah, die 2000 muss ich fressen, die kann ich nicht abblocken. Oh. Der Turt. Flatter 2000, ich weiß halt. Ah, warte mal, lass mich mal. Bis ich am Zug bin. Bis zur Endphase, oder? Nein, das für immer 2000. Aber zum Ende von meinem Zug hat er 2000. Ja, gut. Wisst ihr was? Dann machen wir das jetzt so. Halbieren das und machen das auf Galahad drauf, dann kriegt er die Punkte einfach wieder so. Es gibt eine Menge Damage. So, bumm. Kamakiri können wir noch leben lassen, ohne Probleme. Na, mal schauen. Vielleicht sagt wir noch Kuna mit Kette dann. Also 1-1. So, Kuna mit Kette. Beide? Ne, ich will nur Angriffswert erhöhen fürs Erste. Das reicht schon. Buch des Mondes. Oh, shit. Was haben wir hier noch? Geburtsrecht. Okay, Geburtsrecht werde ich dann jetzt aktivieren gleich. Und mir hier meinen... Ja, schön, verlese noch Angriffspunkte. Gut, den Schaden nehme ich nämlich jetzt nicht mehr. Kommt die finstere Valkyrie zurück. Und da wird es mal richtig abgehen, so, denn. Erstens, Freunde. Beschwören. Nein, noch nicht. Ah, Scheiße, ich vergesse die Zellmark drauf zu legen. Ärgerlich. Ich wollte eigentlich die Zellmark drauflegen, damit den Kamakiri dann. Legen wir nur die Zellmark drauf, erwarten den Kamakiri noch nicht. Oder? Nein, ich muss das Monster auch gleich mit zerstören. Gut, im Endeffekt 300 Punkte Schaden, das ist uns durch die Lappen gegangen. Macht nichts. Aber der Kamakiri, der ist nicht so lustig, der kriegt ja wieder neue Monster und das ist ein bisschen eklig. Ich muss doch irgendwie dazu bringen, seinen Schildstoß, also mal, wenn mein Schildstoß reinläuft, ja, zum Beispiel so. Gut. Gefällt mir so, mein Freund. So, Feindkontrolle setzen. Bin ich gespannt, was es hier ist. Okay, das Ding, ah, das ist dieser Chaos-Typ da. Jo. Dann schauen wir doch mal hier, wie viel Damage das macht. Will da nicht so wenig. Also können die 300 dann schon entscheiden zur nächsten Runde. Ja. Wieder schön alle Fettnäpfchen mitgenommen, nehme ich an. Wiedergeburt, oh shit. Jetzt hat man X-Table Galahad. Also läuft das nicht, mein Freund. Oh, das ist eigentlich, das Deck ist gar nicht mehr so schlecht gebalanced jetzt, nachdem ich da mal ein paar Karten geholt habe dazu. Erst mal den Fängerkrieger an. Und danach dann die finstere Valkyrie. Sauberer Schaden, nehmen wir mit.
und down. Din, 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 din. So, jetzt würde ich sagen, fahren wir noch den Duell Run in dem Part. Ja, doch, nehmen wir den Duell Run noch mit. Ich weiß ja gar nicht, wo es da lang geht zum Duell Run, also. Ich meine, hier draußen haben wir noch nicht das Ganze. Oh, das sind sogar noch. Das ist sogar noch einer mehr. Gut, da werden wir. Was ist das für ein crazy Typ? Oh shit, hier sind noch mega viele. Permanent verschlossen, das glaube ich nicht, wenn es da rausgeht. Wie gesagt, ich habe angekündigt, dass wir noch den D-Runner fahren. Dann machen wir das auch. Alter, ich will hier noch rumlaufen, da werden wir nächste beiden Parts, glaube ich, erstmal mit Duellieren beschäftigt sein, Alter. Ah, hier, das habe ich gesucht. Eine Kiste. 1500 Punkte, nicht schlecht. Ich soll ja auf die Strecke. Sehr gespannt einfach. Es läuft auf dem alten Highway. Die Strecke kennen wir schon aus dem 210er und oh, das ist ganz schön schnell im Verhältnis, aber der zieht mega nach rechts. Kann auch sein, dass es an der Steigung liegt, aber. Also wie gesagt, die Duell-Runner, die sind immer so ein bisschen. Das sind die Teile vom Spiel, die ich nicht so krass mag, aber. Was passiert da? Ich würde übrigens über keine Straße fahren, der Rest ist nur so als Spoiler mal, aber gut. Den Turbo-Streifen, wir sind schon auf maximalem Speed. Ist ja schon, dem ist hier wieder allerlei Schnickschnack ausgedacht, um den Duell-Runner so nervig wie möglich zu machen. Ah, verdammt. Haben wir jetzt auch wieder Rennen geben, wie ich vermuten würde. Ah, scheiße, ich habe gedacht, das wäre ein Beschleunigungsstreifen. Ja. Such beim Optiker mal zu empfehlen, glaube ich. Das ist auch kein Beschleunigungsstreifen, das sieht man auch schlecht. Aber 2 Minuten ist der Rekord, da muss ich das schaffen. Das ist ja Beschleunigung. Ja, da hat er die Kurve nicht genau gut genug genommen. Hier nichts sowas wie Driften gibt es hier nicht. Also von daher gibt es auch keine großen taktischen Möglichkeiten. Jetzt habe ich die hier geschafft, die Strecke. Gibt es eine Cut-Sequenz? Jetzt kommt eine Erinnerung. Eine starke hörende Schockwelle schießt durch den Kopf. Okay. Wir sind die Route abgelaufen, gehen wir zu den anderen zurück. Ja gut, aber das erst nachdem wir hier noch ein paar Duelle gemacht haben. Ich würde sagen, erst im nächsten Part. Ich mache mal ein bisschen Schluss. Und dann bedanke ich mich fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.